Zu einem neuen Video im Themenbereich Deutsch. Ich bespreche heute das Konjunktiv 1 hinsichtlich der Bildung in allen Zeiten und ich werde wichtige Verben hinsichtlich ihrer Zeit bestimmen. Wichtige Vorbemerkung, auch zu diesem Video gibt es ein Übungsblatt, das ich im Anschluss verlinken werde. Dann nun beginnen wir mit der Übung. Das Konjunktiv 1 ist eine der drei Modiformen. Es gibt die Wirklichkeitsform. Konjunktiv 1 ist die Möglichkeitsform, das heißt für Ereignisse, die eher unwahrscheinlich sind. Hauptanwendungsgebiet ist die indirekte Rede. Doch nun zur Bildung wichtiger Personalformen im Konjunktiv 1. Wir beginnen mit dem Verb gehen, dritte Person, Einzahl, männlich, maskulin. Die Präsens Zeit, also die Gegenwart, wird gebildet mit er gehe. Unterschied, Hauptunterschied zum Indikativ ist hier die Endung, weil hier haben wir ein e. Das markiere ich auch hier noch farblich, beziehungsweise hier mit dieser Farbe. Dann haben wir ein weiterer großer Unterschied zum Indikativ. Zur Wirklichkeitsform besteht darin, in der Wirklichkeitsform haben wir, wie hier angegeben, drei Zeiten für die Vergangenheit, Präteritum, das ist die Mitvergangenheit, Perfektvergangenheit und Plusquamperfekt, das ist die Vorvergangenheit. Die gute Nachricht ist, wir bilden im Konjunktiv 1 die Vergangenheitsform mit einer einzigen Zeit, und zwar mit der Perfektzeit, und zwar er sei gegangen. Und das Präteritum wird genau gleich gebildet. Er sei gegangen, genauso wie das Plusquamperfekt. Er sei gegangen. Das heißt, ganz egal, wenn ich eine Vergangenheitsform anwende, im Konjunktiv 1, verwende ich immer die Perfektform für alle Zeiten, die die Vergangenheit betreffen. Kommen wir nun von der Vergangenheit zur Zukunft. Futur 1, Zukunft 1. Er werde gehen ist hier die richtige Zeitform. Und Futur 2, die vollendete Zukunft, er werde gegangen sein. Das war die Bildung für das Verb gehen, dritte Person Einzahl. Männlich. Wichtigster Unterschied zum Indikativ ist die Endung im Präsens in der dritten Person Einzahl, ein E. Im Indikativ wird sie mit einem harten T gebildet. Und Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt, all immer die gleiche Bildung, und zwar mit sei und dann dem Partizip 2. Schauen wir uns gleich eine weitere wichtige ein weiteres wichtiges Verb an, das ist werden. Und zwar bilden wir hier die dritte Person Einzahl sächlich. Hier lautet die richtige Bildung für die Zeit von Präsens Gegenwart es werde. Dann haben wir wieder die drei Vergangenheitsformen. Perfekt, es sei geworden ist hier die richtige Bildung. Und das gleiche gilt jetzt für das Präteritum, es sei geworden, genauso wie für das Plusquamperfekt, es sei geworden. Die Zukunft 1, Futur 1 wird gebildet mit es werde werden. Hier haben wir Hilfsverb werden und Vollverb Verb in einem. Zukunft 2 schließlich wird gebildet mit es werde geworden sein. Das war die Bildung für das Verb werden in der dritten Person Einzahl sächlich, also neutral. Kommen wir zum nächsten Verb, das ist haben. Das Verb haben bilden wir jetzt im Konjunktiv 1 mit der dritten Person Einzahl weiblich. Hier wird die richtige Bildung durchgeführt mit sie habe. Im Indikativ wäre es gewesen sie hat. Auch hier ein deutlicher Unterschied.
Das Präteritum wird gebildet mit sie habe gehabt. Hier haben wir wieder das gleiche wie vorher bei werden. Haben ist hier das Hilfsverb und das Vollverb. Und wir wissen schon, wenn das Präteritum so gebildet wird, dann bilden wir auch das Perfekt so. Sie habe gehabt. Und das Plusquamperfekt ebenfalls. Sie habe gehabt. Dann kommen wir zum Futur 1. Sie werde haben, lautet hier die richtige Bildung. Und das Futur 2 wird gebildet. Sie werde gehabt haben. Das war die Bildung für das Verb haben in der dritten Person Einzahl für das Konjunktiv 1. Und warum schreibe ich alle drei Vergangenheitsformen Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt extra auf, obwohl sie die gleiche Bildung haben? Weil das Hauptanwendungsgebiet des Konjunktiv 1 ist ja die indirekte Rede. Und dann kann es ja sein, dass der Satz im Perfekt nicht immer im Perfekt steht, sondern zum Beispiel im Präteritum oder im Plusquamperfekt. Und darum ist es auch wichtig zu wissen, wie die Bildung bei diesen Zeiten durchgeführt wird. Nächstes Verb, das wir durchnehmen, das ist das Verb laufen, ein Bewegungsverb. Erste Person Einzahl. Die Präsensgegenwart wird hier gebildet mit ich laufe. Das Perfekt wird gebildet mit ich sei gelaufen, genauso wie das Präteritum, ich sei gelaufen, und das Plusquamperfekt, ich sei gelaufen. Dann kommen wir zur Zukunft, Zukunft 1, ich werde laufen. Zukunft 2, ich werde gelaufen sein. Das war die Bildung des Verbs laufen, erste Person Einzahl für das Konjunktiv 1. Dann ein weiteres wichtiges Verb, das wir oft verwenden im Konjunktiv 1 und in diesem Fall auch in der indirekten Rede, das ist das Verb sein. Diese bilden wir hier mit der zweiten Person Einzahl, das heißt mit der angesprochenen Person. Erste Person Einzahl ist ja die sprechende Person und die dritte Person Einzahl wäre dann die besprochene Person. Jetzt aber die angesprochene Person. Hier ist die richtige Bildung für die Zeitform Präsens, du seiest. Manchmal kann man das E auch weglassen, es gehen beide Schreibweisen. Das Präteritum wird gebildet mit du seiest gewesen. Auch hier kann man das E weglassen, wenn man will. Dritte Person, halt nicht dritte Person Einzahl, wir sind ja bei der zweiten, aber die Perfektform, gleiche Bildung wie das Präteritum, ebenfalls du seiest gewesen. Und wir wissen schon, Plusquamperfekt das gleiche, du seiest gewesen. Futur 1 wird gebildet, Zukunft 1 mit du werdest sein. Und das Futur 2 wird gebildet mit du werdest gewesen sein. Das war die Bildung des Konjunktiv 1 für das wichtige Verb sein in der zweiten Person Einzahl in allen Zeiten. Und das letzte Verb, das wir hier besprechen, das ist das Verb nehmen. Hier verwenden wir die zweite Person Mehrzahl. Hier lautet die Bildung für die Zeit von Präsens, ihr nehmet. Dann haben wir das Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt mit der gleichen Bildung, also in der Perfektbildung, ihr habet genommen. Präteritum, in diesem Fall auch ihr habet genommen. Und auch das Plusquamperfekt wird gebildet mit ihr habet genommen. Dann fehlt uns noch die Zukunft, Zukunft 1, ihr werdet nehmen. Und Zukunft 2, ihr werdet
genommen haben. Das war die Bildung für das Verb nehmen, zweite Person Mehrzahl im Konjunktiv 1. Damit hätte ich diese Anwendungsübung abgeschlossen. Wie vorher schon erwähnt, ich werde ein Übungsblatt mit genau diesen Angaben im Link angeben und auch dort sind natürlich selbstverständlich die Lösungen verfügbar. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Rückmeldung sehr freuen. Bis bald beim nächsten Video.